Ich möchte gern wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen, und ihr könnt mich dabei begleiten, indem ihr die Hände in Anjali haltet. Das bedeutet so viel wie: Es kommt mir vom Herzen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadammang Muniraja Sasunanto Sagamokadam Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir haben die letzten beiden Dienstagabende von Vertrauen und von Weisheit gesprochen. Das sind zwei der fünf spirituellen Fähigkeiten. Spirituelle Fähigkeiten, die dann zu Kräften werden, wenn wir sie üben. Und diese spirituellen Fähigkeiten, diese fünf Fähigkeiten, werden oft als ein Pferdegespann dargestellt, und zwar, dass jeweils zwei von den Fähigkeiten zusammenkommen und dann noch eine sozusagen den Ton angibt, die Führung übernimmt. So zumindest hat es Ayakema immer erklärt. Und eine gute Freundin hat dann mal recherchiert, ob es so ein Gespann überhaupt gibt, und festgestellt, dass das gar nicht der Fall ist. Also so ein Gespann, wo vorne ein Pferd sozusagen vorausgeht, so hat es Ayakema immer erklärt, und dann zwei Paare kommen. Also das ist scheinbar in der Pferdewelt nicht vorhanden. Was jedoch vorhanden ist, dass zwei Paare, das kennen wir ja alle ganz gut, zwei Paare sozusagen vorhanden sind und dann der Kutscher da ist, der sozusagen die zwei Paare lenkt. Und so kann man sich es natürlich auch vorstellen, und so wollen wir es auch vielleicht betrachten. Und diese beiden Paare, das ist einmal eben das Vertrauen und die Weisheit, von dem wir gesprochen haben, die sozusagen Hand in Hand gehen, die sich gegenseitig ergänzen und gegenseitig unterstützen und auch zusammenkommen müssen. Wir hatten das letzte Mal das Gleichnis auch gehört, dass das Vertrauen, das können wir uns vorstellen wie einen Riesen, der unwahrscheinlich viel Kraft hat, und aber blind ist und nicht weiß, wohin mit der Kraft oder wohin sozusagen er die Felsen, die aus dem Weg räumen will, oder die Steine oder Steinchen, die aus dem Weg räumen will, wohin er die sozusagen tun soll. Und die Weisheit, das ist so ein Zwerg, der ganz scharfe Augen hat und alles ganz klar sieht und unwahrscheinlich weit auch sieht. Also genau weiß auch, was zu tun ist. Und dann sagt eben der Riese zu dem Zwerg: Komm auf meine Schultern, zusammen werden wir sehr weit kommen. Also da ist ein ganz schönes Gleichnis, dass das eben ausdrückt, wie Weisheit und Vertrauen zusammenspielen müssen. Weil wenn zum Beispiel, wenn nur Vertrauen da ist, oder vielleicht auch der Begriff, wenn nur Glaube da ist und das ein blinder Glaube ist, dann wissen wir ja alle, dass das durchaus auch in eine falsche Richtung führen kann und in eine Richtung führen kann, die uns auch nicht gut tut, die uns selber nicht gut tut, unsere Umwelt nicht gut tut und vielleicht auch der Menschheit auch nicht gut tut. Wenn so zum Beispiel so Fanatismus vorhanden ist, da ist schon auch vielleicht ein gewisses Wissen da und eine gewisse Religiosität da, aber wenn es dann ins Fanatische geht oder ins Dogmatische geht, dann ist eben das fast auch ein bisschen mit Blindheit auch geschlagen, und da
wäre es gut, wenn man da auch natürlich die Weisheit mit ins Spiel bringt und nicht nur diesen Glauben oder diesen blinden Glauben oder verwenden würde. Oder wie es manchmal auch gelebt wird, wo man glaubt, das wird alles schon gerichtet werden und wenn die Gnade über mich ausgeschüttet wird, dann wird es gut sein. Und dann wartet man, bis die Gnade über einen ausgeschüttet wird und wartet und wartet und wartet und denkt, das gibt's doch nicht, das muss doch jetzt halt irgendwann soweit sein. Oder habe ich gerade Pech, dass bei mir nicht ausgeschüttet wird, alle anderen scheint es besser zu gehen und bei mir scheint es irgendwie nicht. Ich scheine nicht am richtigen Platz zu stehen, wo ich eben den Gnadenguss sozusagen erleben kann. Und da ist eben die Buddha-Lehre schon sehr, sehr pragmatisch und vor allem auch appelliert sie an unsere Eigenverantwortung, dass wir da eben nicht warten brauchen und nicht, ob wir dann die Gnade bekommen oder nicht bekommen, sondern dass wir selber sozusagen die Verantwortung haben und ja, unser Leben in die Hand nehmen können und da eben ja, mit Vertrauen und Weisheit eben diesen Weg auch dann beschreiten können oder angehen können. Das zweite Paar ist Willenskraft und Sammlung. Willenskraft oder besser gesagt, diese Aufzählungen sind eigentlich fast in allen Aufzählungen zu finden. Die fünfte Kraft ist dann noch die Achtsamkeit und darüber werden wir auch noch ausführlich sprechen. Und diese fünf Kräfte sind eigentlich in vielen Aufzählungen zu finden, vor allem auch die Willenskraft, die Energie, die wir brauchen für einen spirituellen Weg, dann natürlich auch immer wieder die Achtsamkeit, die wir brauchen für einen spirituellen Weg, die Sammlung, die Meditation, wo wir den Geist eben trainieren und sammeln und dadurch kräftigen und dadurch auch sozusagen die Kompetenz oder die Fähigkeit erarbeiten, dass der Geist dann auch nach innen gehen kann und zur Ruhe kommen kann und dann mit diesem beruhigten und klaren Geist natürlich die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, eben Weisheit auch in einer tieferen Art und Weise zu entwickeln, nicht nur Weisheit zu entwickeln, das mit Wissen zu tun hat. Davon spricht der Buddha auch, dass das auch was Wichtiges ist, Wissen sich erst einmal anzueignen, aber dann muss das Wissen auch weitergehen. Es reicht nicht, wenn wir theoretisches Wissen haben oder wenn wir zum Beispiel ja, über die Lehre einiges wissen, wenn wir einige Lehrreden vielleicht sogar kennen, aber sie nicht anwenden. Wenn wir zum Beispiel die vier edlen Wahrheiten wissen oder den achtfachen Pfad wissen, wenn wir das aufzählen können oder wenn wir die fünf spirituellen Fähigkeiten wissen, wenn wir das aufzählen können oder sieben Erleuchtungsfaktoren oder vieles mehr. Wichtig ist, dass wir es dann auch umsetzen, dass wir es dann auch anwenden, dass wir es dann auch erleben und erkennen. Das ist das, was bei Weisheit, was das letzte Mal sozusagen der Konsens war, ein Ausdruck, den Ayakema verwendet hat, entwickelt hat. Weisheit ist erkanntes Erleben und da wird schon sehr, sehr klar, dass wir das nicht, dass das nicht nur um Wissen sich dreht, sondern dass wir auch die Dinge des Lebens letztendlich erleben müssen und dann erkennen müssen. Was läuft denn da ab? In Bezug auf die vier edlen Wahrheiten das Leben anschauen. Und ja, wenn wir schon einmal von den vier edlen Wahrheiten gehört haben und dann eben, möchte fast sagen, jeden Tag selber untersuchen, ist das geeignet, was ich denke, was ich spreche und wodurch ich handle, dass mich das glücklicher macht, dass mich das freier macht, dass mich das offener macht, weitermacht. Oder ist es eher dazu angetan, dass ich enger werde, dass ich ängstlicher werde, dass ich zwanghafter werde? Und das ist eben das, was wir nur selber immer wieder untersuchen können und feststellen können und für uns auch selber klarkriegen müssen. Und das ist auch das Besondere, dass der Buddha uns da auch die Selbstverantwortung vollkommen gegeben hat. Dass er sogar in einer der berühmtesten Lehrreden in der Kalama Sutta davon gesprochen hat, dass wir selber die Instanz sind, die sozusagen erkennen müssen, führt Gier zum Heil oder zum Unheil, führt Hass zum Heil oder zum Unheil,
führt Verblendung zum Heil oder zum Unheil? Und dann die Kalamer, wenn sie diese Frage bekommen haben, dann sagen sie immer wieder, ja, das führt natürlich zum Unheil. Ja. Und dann sagt er, ja, dann führt es nicht aus, wenn es zum Unheil führt. Und dann sagt er, führt die Gierlosigkeit zum Heil oder Unheil? Führt die Hasslosigkeit zum Heil oder Unheil? Führt die Verblendungslosigkeit zum Heil oder Unheil? Und dann sagen sie, ja, das führt zum Heil. Ja, dann führt das aus. Also er gibt ihnen die Verantwortung und auch die Kompetenz, die Unterscheidungskraft, dass man selber sozusagen entscheiden und immer wieder erkennen muss, führt es zum Heil oder Unheil? Und da vielleicht auch unsere emotionale Intelligenz auch zu verwenden, unsere Herzensintelligenz auch zu verwenden, und zwar immer wieder reinzuspüren in unser Herz, wird es enger oder wird es weiter? Das ist so das Kriterium, das wir wirklich verwenden können und auf das wir uns verlassen können. Wird es enger oder wird es weiter? Und da ist alles eigentlich, was mit der Ich-Bezogenheit zu tun hat, ist eigentlich dazu geeignet, uns das Herz zu verengen, uns selbst auch zu verengen, uns abzuschotten, uns abzutrennen und dadurch natürlich in einen separierten Zustand zu kommen. Und das, was heilsam ist, das ist das, was das Herz weit macht, das, was uns offen macht, das, was uns die Verbundenheit mit allem Sein erleben lässt, das, was uns ganz einfach mal unsere Begrenzungen, unsere Ich-Bezogenheiten, unsere Ich-Tendenzen mal loslassen lässt und weit werden lässt. Wie gesagt, letztendlich müssen wir das alles für uns selber untersuchen und kennenlernen, und das ist eben auch der Weg, den wir beschreiten können. Gerade in einem Retreat ist das, denke ich, auch gut möglich, das auch mal selber zu überprüfen. Was sind denn die vier edlen Wahrheiten? Wie funktionieren denn die? Wie entsteht denn Enge in mir? Wie entsteht Weite in mir? Oder wenn ich das ausführe, tut mir das gut oder ist das eher ungeeignet für mein Wohlbefinden? Ist das eher ungut für das Wohlsein, für das Heilsein, auch von meiner Mitwelt, von meiner Umwelt? Ist es eher angsterzeugend? Ist es eher bedrohlich? Ist es eher furchterregend? Oder ist es eher von Harmlosigkeit geprägt? Ist es eher von Wohlwollen, von Toleranz, von Nachsicht, von Mitgefühl geprägt? Ja. Ja, das ist die Weisheit, die wir unbedingt mit ins Spiel bringen müssen. Und letztendlich auch, wenn wir die nächste von diesen Qualitäten ansprechen, eben die Einsatzfreude, anderes Wort für die Willenskraft, vielleicht auch ein schöneres Wort wie Willenskraft. Das Willenskraft hat oft Qualität, wo wir das Gefühl haben, jetzt muss ich die Zähne zusammenbeißen, und wenn ich es nur stark genug will und meine ganze Kraft da reinsetze, dann werde ich es schon schaffen. Und das ist nicht so selten, dass auch auf dem spirituellen Weg diese Haltung eingenommen wird, dass man eben so jetzt Zähne zusammenbeißen und teilweise sind die Lehrreden auch so ein bisschen geprägt, dass man so das Gefühl hat, ja, ich muss ja die Zähne zusammenbeißen, um irgendwo hinzukommen, um mein Ziel zu erreichen. Und allein dieses Zielorientierte ist schon nicht günstig auf dem spirituellen Weg. Es geht nicht darum, irgendwie ständig auf irgendein Ziel ausgerichtet zu sein, sondern es geht darum, im gegenwärtigen Moment einmal anzukommen. Ja? Nicht irgendwo immer hinzuwollen. Solange wir in dieser Zielorientiertheit gefangen sind, dann sind wir, wenn wir immer mit dem Ziel beschäftigt sind, dann sind wir wahrscheinlich sehr, sehr selten mit dem gegenwärtigen Moment zufrieden und werden uns nie wirklich auf den gegenwärtigen Moment einlassen. Das hat zur Folge, dass wir den gegenwärtigen Moment, wo das Leben stattfindet, ganz einfach verpassen und uns dann wundern, warum das Leben irgendwie so unerfüllend ist, so unlebendig ist oder so mangelhaft ist. Ja, klar, wenn wir nicht im Leben ankommen, gegenwärtigen Moment nicht ankommen, wenn wir immer irgendwo hinwollen, ja, was soll dabei rauskommen? Also das ist zum Beispiel einer der großen Fehler, die gemacht werden, dass wir Willenskraft dafür verwenden, um jetzt erleuchtet zu werden. Ja. Und dann ist man ständig damit beschäftigt, was ist denn diese Erleuchtung? Wie kann ich die denn finden? Ja. So wie Ajahn Brahm fällt mir da ein ganz wunderbarer Meditationslehrer und
ein Abt von einem Kloster in Australien, er ist Engländer, hat auch das Dhamma in England kennengelernt und war so in der buddhistischen Society von England, in London, war er da immer wieder zu Besuch als junger Kerl. Und ja, und war dann total begeistert von dem, was er da gehört hat. Und an irgendeinem Abend wurde die Lehrrede besprochen, wie der Buddha eben selber den Weg gegangen ist und dann Erleuchtung erreicht hat. Und zum Schluss von dem Weg, den der Buddha beschritten hat, heißt es eben, dass er sich unter den Bodhibaum gesetzt hat und den Entschluss gefasst hat, ich werde hier nicht eher aufstehen, bis ich nicht die vollkommene Freiheit Nibbana erreicht habe. Ja. Und das hat ihn so begeistert, Ajahn Brahm, dass er sich das vorgenommen hat, dass er auch nach Hause gegangen ist und dann gedacht hat, ja, den Entschluss, den fasse ich jetzt auch und ich werde es jetzt auch so machen wie der Buddha und das wäre jetzt halt auch ganz einfach, jetzt halt mit aller Gewalt erzwingen die Erleuchtung. Er ist nach Hause gegangen, hat den Entschluss gefasst, ich werde hier nicht eher aufstehen, bis ich die vollkommene Erleuchtung, die vollkommene Freiheit erreicht habe und war dann gesessen eine Stunde. Und dann haben ihm natürlich die Knie angefangen weh zu tun. Da war er 2 Stunden gesessen, hat dann schon kaum noch sitzen können. Und dann danach, ich weiß nicht, ob er dann noch weiter gesessen, vielleicht auch 3 Stunden. Und dann hat er gemerkt, so funktioniert es jetzt bei ihm nicht. Und er musste dann aufgeben, musste den Entschluss, der vielleicht sehr lobenswert war, oder, aber der ganz einfach noch nicht mit Weisheit gepaart war, sondern es war noch so ein bisschen so ein naiver Anfängergeister, wo man eben denkt, ja, jetzt lege ich richtig los. Ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist, wo ihr mit einem spirituellen Weg oder mit der buddhistischen Lehre so in Kontakt gekommen seid und dann vielleicht auch das erste Mal von Freiheit, von Leidfreiheit gehört habt oder von Erleuchtung gehört habt, habt ihr da auch gedacht, jetzt halt lege ich richtig los und in 2, 3 Jahren werde ich die Sache dann hinter mich gebracht haben und werde den Rest meines Lebens in vollkommener Freiheit leben. Ist da jemand da, der so auch rangegangen ist? Naja, muss man sich ja jetzt nicht melden. Ist nicht so selten, dass man dann so eine Begeisterung auch hat, dass man jetzt einen Weg gefunden hat und dann so eben da wirkliche Einsatzfreude auch hat und sich da ganz reingeben will oder reingibt und dann aber feststellt, ja, so einfach ist das jetzt auch nicht. Also so diese Einsatzfreude, diese Begeisterung, die ist schon am Anfang da, aber es funktioniert dann vielleicht nicht ganz genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Oder man sitzt dann tatsächlich sehr, sehr viel und mit zusammengebissenen Zähnen und hält es dann durch und merkt, dass irgendwie der Kiefer immer verspannter wird. Man merkt, dass oben in der Stirn immer mehr Druck entsteht und irgendwie ist dieses Freiwerden und Leidfreiwerden, das rückt immer weiter weg. Kann sein, dass sowas passiert. Oder vielleicht diese Tendenz auch, dass, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man, wenn man diese Lehre gefunden hat, also so wirklich so, und dann eine gewisse Weisheit auch da ist, ein gewisses Erkennen da ist, Mensch, da gibt es einen Weg, da gibt es wirklich einen Weg, der rausführt aus allem Leid. Und diesen Weg habe ich ja mein Leben lang gesucht und jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Also das dann so auch mit diesem, vielleicht der ersten Erfahrung dann auch so eine Einsatzfreude kommt. Und diese Einsatzfreude, die ist nicht nur für sich selber da, sondern man möchte natürlich gleich allen anderen auch vermitteln, was es da gibt und möchte alle bekehren und möchte alle mitreißen und mitziehen und so. Und dann fängt man an, zu Hause zu missionieren, bei den Freunden zu missionieren und die wollen es vielleicht gar nicht hören aber man ist so begeistert, dass man es ihnen aufdrängt. Da habe ich auch schon oft mitbekommen, dass das so nicht wirklich gut funktioniert. Dass man nach einem Retreat nach Hause kommt oder nach einem Kurs nach Hause kommt und ist so begeistert und will es jetzt allen anderen eben auch mitteilen. Ja. Da vernünftig sein, gesunden Menschenverstand einsetzen. Und eben, wenn jemand fragt, du, was hast du jetzt die letzten 2 Wochen gemacht, wo warst du denn da? Ja, und dann vielleicht, wenn man merkt, da ist wirkliches Interesse da, also nicht nur so, wo warst du denn, sondern wirkliches Interesse da, dann kann man auch sagen, ich war jetzt 2 Wochen beim Meditieren und habe an einem tollen Platz auch
die Zeit verbracht und habe ja, mein Herz geöffnet und man fängt halt an. Und es hat mir total gut getan. Ich bin zur Ruhe gekommen. Ich bin ein bisschen rausgekommen aus diesem Stress, in dem ich mich sonst befinde. Und es hat mir so gut getan, einmal aus diesen ganzen Süchten auch ein bisschen rauszukommen und eben mal mehr zu mir zu kommen, mehr in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Also ich bin ganz einfach mehr im Leben angekommen. Und wenn man so in der Art dann vielleicht das anderen auch mithalten hat, kann es sein, es muss nicht sein, aber kann es sein, dass dann vielleicht eine gewisse Neugierde auch kommt. Und dann, ja, vielleicht noch mehr gefragt wird, ja, was hast du denn in der Meditation gemacht? Und dann ist vielleicht schon ganz gut, wenn man da so auch eine gewisse Methodik auch sich angeeignet hat, wenn man so einen gewissen Weg auch sich vielleicht auch erarbeitet hat, oder dass man nicht dann gefragt wird, wenn man gefragt wird, was hast du in der Meditation gemacht? Oh ja, so, ich habe da so rumgesessen. Wie der eine Witz ist, zwei Mütter sich treffen und die eine sagt voller Stolz, ja, ihr Sohn, der meditiert jetzt, worauf die andere sagt, ja, auf alle Fälle besser als nur rumsitzen. Das ist ganz ein blöder Witz, aber ja, manchmal ist es schon auch so, dass man auch so das Gefühl hat, dass man nur so rumsitzt, oder wie Ayakema das ausgedrückt hat, manche drücken halt das Kissenblatt. Also schon auch, wenn wir Weisheit auch haben und gewisses Vertrauen auch haben, dann schon auch sich mit dem Weg beschäftigen. Und wie funktioniert denn der Weg? Wie hat der Buddha denn den Weg gelehrt? Ja, und da ist zum Beispiel die 5 spirituellen Fähigkeiten ist ein wunderbarer Weg. Also es ist genauso wieder wie alle anderen Wege, die Buddha gelehrt hat, ist es auch wieder ein Ursache- und Wirkungsweg, den er gelehrt hat, der so mit Vertrauen anfängt. Man hört Vertrauen, man hört die Lehre, man bekommt ein gewisses Vertrauen, es scheint Sinn zu machen, und man hört von der Meditation und ja, auch das scheint einen gewissen Sinn zu machen und man lässt sich darauf ein. Und hat dann vielleicht das erste Mal die Erfahrung, Mensch, es gibt ja tatsächlich was anderes. Es gibt da was, was ich eigentlich irgendwie schon mein Leben lang gesucht habe, und jetzt habe ich es gefunden. Also ich weiß auch noch, wo ich selber diese Erfahrung gemacht habe. Das war in Amerika auf einer Studienreise, wo ich dann am Ende von der Reise, wo ich alleine von der Westküste zur Ostküste getrennt bin, und dann jemanden kennengelernt habe, der mit mir zusammen dann getrampt ist. Und der hat mir dann, so beim Trampen war das, wir in der Nacht sind wir rausgelassen worden und haben dann irgendwo in der Prärie, also wirklich in der Prärie, dann unseren Schlafsack ausgelegt. Und dann hat der mir die Meditation beigebracht, hat mir die Atembetrachtung erklärt, und ich habe es dann gemacht, und das war wirklich sofort, wo ich gedacht habe, Mensch, endlich kriege ich mal eine Anweisung, kriege ich mal eine Methode, wo ich tatsächlich den Geist einmal zur Ruhe bringen kann. Was mir vorher mit all den anderen Möglichkeiten und Versuchen, die ich unternommen habe, nie gelungen ist. Und das war so ein Aha-Erlebnis, das auch erkanntes Erleben war. Mensch, es ist ja möglich, es geht ja. Du musst deinen Geist nur auf eine Sache ausrichten. Du musst dich einmal dem Atem hingeben. Dann wird er ja ruhig. Dann komme ich ja zu mir, dann komme ich ja im gegenwärtigen Moment an. Das ist ja gar nicht so schwer, in Anführungszeichen. Das habe ich natürlich auch relativ schnell gemerkt, dass beim Atembleiben im gegenwärtigen Moment ankommen und sich da ganz reingeben, dass es relativ leicht erklärt ist und relativ leicht zu verstehen ist, aber dass es nicht so leicht ist, es umzusetzen. Und dass es da natürlich auch eine gewisse Willenskraft auch braucht, eine gewisse Entschlusskraft auch braucht, also diesen Weg auch auf sich zu nehmen.
Zum Beispiel, wenn man in der Meditation mitbekommt, ja, dass ich zwar versuche, den Atem zu erleben, bewusst einmal zu erleben, aber dass das ganz, ganz schnell geht, dass ich wieder ins Denken abgleite. Und dass ich dann, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht auch einen Schluss fasse, dass mir das dann immer wieder so passiert, dass das ganz einfach, ja, vielleicht ein bisschen ruhiger wird, aber im Endeffekt auch nicht viel anders ausschaut wie zu Hause, wo ich auch die ganze Zeit am Denken bin. Wo man am Morgen steht man auf und dann fängt es an und am Abend geht man ins Bett und dann hört es hoffentlich auf, dass man dann einschlafen kann. Aber in der Zwischenzeit findet ganz, ganz viel und ganz, ganz regelmäßig Denken statt. Und ja, sich da vielleicht auch mal bewusst zu machen, dass wir das Leben, dass das immer schal bleiben wird, wenn wir versuchen, das Leben zu erdenken. Dass das Leben nur eine Qualität bekommt oder eine Tiefe bekommt oder Kraft bekommt, wenn wir das Leben auch mal erleben. Also das ist so vielleicht das Erste, was wir uns bewusst machen können. Und dann einmal untersuchen in der Meditation, so wie ich es letzte Woche auch angeleitet habe, dann einmal für sich selber untersuchen, was denke ich denn da die ganze Zeit? Ist es so besonders, was ich da denke? Oder ist es immer wieder das Gleiche, was ich da denke? Also gewisse Weisheit auch entfalten. Ja. Sind es immer wieder die gleichen Abläufe, die ich denke? Immer die gleichen Muster, die ich denke? Ja. Und dann vielleicht auch zu erkennen, dass da immer eine gewisse Unruhe, ein gewisser Stress auch damit verbunden ist. Und dadurch die Bereitschaft zu entfalten, ja, dieses Denken einmal loszulassen. Ich denke, wir mögen ja alle oder wir möchten ja alle einmal ein bisschen mehr Ruhe in unser Leben bringen. Also ich denke, da ist niemand da, der hierher gekommen ist und sagt, nee, also das mit dem Stress, den er im Leben hat, das ist eigentlich ganz gut. Aber warum er hierher gekommen ist, ist eigentlich, dass er eben die Sachen vielleicht in der Tiefe begreift. Das ist auch eine gute Motivation, aber normalerweise ist es immer so, dass erst einmal auch ein gewisser Wunsch, ein gewisses Bedürfnis, eine gewisse Sehnsucht nach Ruhe auch da ist. Und normalerweise ist es auch so, es ist auch die Voraussetzung, um dann vielleicht auch die Dinge tiefer erkennen zu können. Der Geist muss erst einmal zur Ruhe kommen. Er muss erst einmal ein bisschen Klarheit bekommen. Er muss erst einmal ein bisschen von den Trübungen befreit werden. Ansonsten ist es ganz einfach so, dass wir auf einer Ebene immer wieder Lösungen versuchen zu bekommen, die eben nicht geeignet ist, eben auf der gedanklichen Ebene. Da haben wir es wahrscheinlich schon oft genug probiert. Und vielleicht ist es genau das, was wir in der Meditation machen, dann wieder nochmal die gleichen Abläufe, nochmal die gleichen Sorgen, nochmal die gleichen Probleme wälzen, nochmal die gleichen Dinge durchdenken, um endlich einmal die Lösung zu finden. Vielleicht das einmal erkennen, dass das immer wieder nur zum Scheitern verurteilt ist, dass das immer wieder auch viel, viel Stress ist, unwahrscheinlich viel Energie kostet. Und aus diesem Erkennen heraus vielleicht die Bereitschaft zu entfalten, einmal wirklich loszulassen und sich ganz dem Erleben des Atems hinzugeben. Ayakema hat sehr viel Wert auf das Etikettieren gelegt. Das Etikettieren, das wir alle relativ einfach lernen können, wenn wir merken, jetzt bin ich wieder beim Denken, dass wir kurz etikettieren denken. Und durch dieses Etikettieren treten wir einen Schritt raus aus diesem Gedankenprozess. Und durch dieses Raustreten hat der Geist die Möglichkeit, einen neuen Fokus zu haben, also sich auf was Neues auszurichten, eben auf den Atem auszurichten. Solange wir in dieser Gedankenformation gefangen sind, sind wir gefangen. Erst wenn wir es merken, oh, ich bin wieder da drin, ich bin wieder am Denken, dann können wir raustreten und den Geist auf was anderes ausrichten. Und jedes Mal, wenn wir das machen, kultivieren wir die Willenskraft. Ja, und das dürfen wir nicht unterschätzen. Jedes Mal ist zwar vielleicht nicht ein großes Geschehen oder große Tat oder große Willensanstrengung, aber jedes Mal wählen wir. Ja. Wir wählen etwas anderes aus und dadurch lassen wir von den Gedanken los und lassen uns auf das Leben ein. Und wenn wir das regelmäßig und immer wieder machen, dann wird es irgendwann auch zu einer Gewohnheit. Und es wird uns viel, viel leichter fallen mit der Zeit. Am Anfang scheint es eine gewisse Schwierigkeit zu sein. Vielleicht auch für diejenigen, die wirklich ganz, ganz viel denken, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter etikettieren, sodass wir auch unsere Gedankenmuster auch besser kennenlernen.
und dadurch vielleicht die Bereitschaft entfalten, uns oder uns leichter zu tun, loszulassen. Für diejenigen, die nicht so sehr mit Gedanken gequält sind, so die sich eher leichter tun, mit die Gedanken auch mal loszulassen und sich dem Atem hinzugeben, die brauchen nur sagen, denken. Und da reicht es schon, denken und loslassen und wieder zum Atem ausrichten. Oder vielleicht noch eine andere Möglichkeit, die wir auch haben, gar nicht erst denken zu sagen, das ist schon ein bisschen mehr fortgeschrittener, ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon ein bisschen weiter, wo man gar nicht mehr auf die Gedanken eingeht, sondern nur noch sofort wieder den Geist auf das Erleben ausrichtet. Atmen, atmen. Das kann man auch vielleicht als Mantra oder als Wort verwenden, um uns beim Atmen auch zu halten oder um uns sofort wieder auf dem Atmen auszurichten. Oder Dasein. Dasein sind zwei Worte, die auch sehr dazu geeignet sind, um uns einmal im gegenwärtigen Moment auch zu verankern. Ruhe wäre auch eine Möglichkeit, aber das nur für diejenigen, die sehr unruhig sind, diejenigen, die eher damit zu tun haben, dass sie vielleicht ein bisschen mit Schläfrigkeit und Müdigkeit zu tun haben, da vielleicht nicht Ruhe verwenden, sondern da ist dann so, dass man dann vielleicht auch wegdümpelt. Da das Gegenteil eher verwenden. Ja. Also schaut da für euch selber, dass ihr da auch schon die Willenskraft stärkt. Das ist eine Möglichkeit, eine ganz einfache Möglichkeit, aber sehr effektive Möglichkeit. Und wie wir wissen, Kleinvieh macht auch Mist, also mit der Zeit wird da auch was dabei rauskommen. Ja. Was, denke ich, auch noch ganz wichtig ist bei der Willenskraft oder bei der Einsatzfreude, dass wir auch in eine gewisse Balanciertheit kommen. Ich habe gerade davon gesprochen, von diesem Zähne zusammenbeißen und ich werde es schon schaffen und bis jetzt habe ich noch immer meinen Willen durchgesetzt und wenn ich nur stark genug Willen habe, habe ich bis jetzt das immer noch erreicht. Es gibt so Menschen, die haben einen starken Willen und die erreichen auch alles, was sie wollen, aber nicht in der Meditation. In der Meditation gelten ganz einfach andere Gesetzmäßigkeiten, da geht es nicht ums Bekommen, ums Haben wollen, ums Durchsetzen, sondern geht es ums Loslassen. Das ist in der Meditation total was anderes, was wir da anstreben. Es geht nicht darum, ja, dass wir da was bekommen, sondern in der Meditation geht es nur ums Loslassen. Und das ist auch der große Unterschied zum weltlichen Weg in der Welt. Da wird uns die ganze Zeit suggeriert, je mehr du bekommst, desto mehr bist du, desto wichtiger bist du, desto machtvoller bist du und desto glücklicher bist du. Und dann versuchen wir das alle, ja, gewisse Dinge zu bekommen, gewisses Image aufzubauen, einen gewissen Ruf zu erarbeiten und so weiter und so fort. Ja. Und stellen dann irgendwann fest, ja, ich habe eigentlich schon viel bekommen, ich lebe in einer Wohlstandsgesellschaft, ich habe vielleicht sogar auch den ein oder anderen Titel oder was auch immer, die Ausbildung abgeschlossen, den Ingenieur oder Diplom-Ingenieur oder vielleicht sogar Doktor oder was auch immer. Und dann stellt man fest, also wirklich glücklich gemacht hat mich das aber nicht. Also all der Wohlstand. Gewisse Grundabsicherung, ja, aber hat mir der Wohlstand, in dem wir leben, hat uns der glücklicher gemacht. Also wenn man so in Städte so rumgeht oder ihr, man muss nicht in der Stadt gehen, man kann auch in ein Dorf gehen und so die Leute so anschaut, oder durchaus auch so in wohlhabende Viertel und so die Leute so anschaut, und dann merkt man schon, ist er so ganz glücklich, ganz zufrieden scheinen die Menschen nicht zu sein. Und oft ist es so, wenn man in irgendein Land kommt, wo vielleicht der Wohlstand gar nicht so groß ist, und so wie zum Beispiel Ladakh, wo ich schon öfter war und wo die Menschen ganz, ganz wenig haben, wirklich in ärmlichsten Verhältnissen leben. Und da hat man oft den Eindruck, also unglücklicher sind die nicht. Also eher das Gegenteil, die sind manchmal haben die viel glücklichere, zufriedenere Ausstrahlung. Also ich weiß vor allem von dem Projekt, das wir unterstützen vom Buddha-Haus, wo wir die Hauptunterstützer sogar sind, ist das Devachan-Projekt, Mahabodhi Meditation, International Meditation Center, so ist der offizielle Titel.
das Bhante Sangasena gegründet hat und dass er als spiritueller Leiter auch ja, sozusagen begleitet, betreut, mit Leben erfüllt. Und er hat da so eine Art Dorf auch geschaffen, wo es alle Bereiche, die man sich noch vorstellen kann, gibt. Also da, wo es kleines Kloster für Mönche gibt, kleines Kloster für Nonnen gibt, wo es eine Schule gibt, Internat für Mädchen, ein Internat für Jungs, jeweils eine Schule, dann Kindergarten, ein Altersheim, ein Blindenheim, ein Krankenhaus, ein Retreatzentrum, ein Gästebereich, also alles, was man sich noch vorstellen kann, gibt es da. Und dann, wenn ich da zu Besuch bin, dann wäre ich natürlich auch immer rumgereicht, kann man sich ja vorstellen, als Hauptunterstützer soll man sich dann auch alles anschauen, was da wieder umgesetzt worden ist und was entstanden ist. Und dann ist es immer wieder der gleiche Ablauf oder immer wieder die gleiche Feststellung, dass ich, wenn ich im Altersheim bin, immer das Gefühl habe, die sind am zufriedensten. Das sind so die alten Leute, die eben vielleicht keine Angehörigen mehr haben oder die dann der Sangasena zu sich genommen hat und die da in einem recht einfachen, aber schönen ja, Umfeld leben und die oft am ganzen Tag mit ihrer Gebetsmühle da sitzen und so da sitzen und ihr Mantra rezitieren und mit der Gebetsmühle da sitzen und mehr ist da nicht. Dann kriegen sie ihr Essen und dann draußen tun sie ein bisschen Blumen pflegen und dann gehen sie mal zur großen Stupa, wo auch so eine Gebetsmühle ist und die tun es dann an und dann kommen sie wieder zurück und tun wieder ihre Gebetsmühle drin und die sind total zufrieden. Und das sagt er auch immer, die sind ihm die Allerliebsten, weil die so zufrieden sind. Die brauchen nichts, die haben keine Bedürfnisse, die haben keine Wünsche, die haben keine Ansprüche. Und die Kinder, die wollen schon das eine oder andere. Oder das noch und jetzt noch für den Unterricht natürlich, dann jetzt heutzutage auch brauchen wir auch einen Computer und dies und jenes. Ja, also da sind die Wünsche schon viel vielfältiger. Also es liegt nicht unbedingt an dem, was wir haben, sondern es liegt vielleicht sogar an dem, was wir nicht haben, ob wir zufrieden sind oder nicht. Ein einfaches, natürliches Leben. Das ist ja das auch, was wir hier auch anstreben. Dass wir ein einfaches und natürliches Leben leben wollen hier, das dafür geeignet ist, uns dabei zu unterstützen, einmal da zu sein, einmal anzukommen im gegenwärtigen Moment im Leben. Und eben zu erkennen, dass es viel unterstützender ist, einfach zu leben und in der Natur oder natürlich zu leben, als eben kompliziert und diesen ganzen Wahnsinn ausgesetzt zu sein und in dieser künstlichen Welt zu leben, wo sich jeder schwer tut, einmal da zu sein. Zurück zur Balanciertheit. Das ist, denke ich, was ganz, ganz Wichtiges, vor allem auch für ein Retreat, dass wir für uns selber auch untersuchen, bin ich in einer guten Balance, bin ich in einer guten Balance mit meiner Anstrengung, mit meiner Einsatzfreude oder bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Habe ich zum Beispiel, tendiere ich dazu, leicht einen Kopfdruck zu bekommen? Tendiere ich dazu, im Kieferbereich eher ein bisschen angespannt zu sein? Habe ich im Nacken, habe ich da leicht Verspannung? Also gerade auch, wenn es oben im Stirnbereich der Fall ist, dass man Druck haben, dann kann man davon ausgehen, dass man zu stark will. Ja. Und dann eben dann zu schauen, ja, was kann ich da dagegen machen? Und da ist normalerweise die liebende Güte-Meditation ist das Allheilmittel. Erstens würde ich empfehlen, allen, die hier sind, jede Meditation mit liebender Güte anzufangen, sodass der Geist eine gewisse Basis auch bekommt, eine gewisse Grundatmosphäre im Geist da ist, die dann auch geeignet ist, um einmal beim Atmen bleiben zu können, wo man nicht gleich sofort loslegt, jetzt hat Atem betrachten und dann macht man drei Atemzüge, kriegt man mit und dann ist man wieder beim Denken, sondern wirklich auch einmal dafür zu sorgen, dass eine entsprechende Atmosphäre auch entsteht. Und so, wo man sich wohlfühlt und wo man auch irgendwie ganz gern da ist. Und da eben vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten am Anfang liebende Güte-Meditation machen, da eben jeder schaut da für sich,
was geeignet ist, ob man da mit Sätzen arbeitet, mit Bildern arbeitet, mit Worten arbeitet oder Erinnerungen arbeitet. Schaut für euch selber, wo geht bei mir das Herz auf? Wo tue ich mich leicht, dass das Herz aufgeht? Und dann, wenn das Herz, wenn man da was hat, wo das Herz aufgeht, und dann ganz einfach erst einmal da drin sich das selber schenken, das eigene Herz dafür zu öffnen, den eigenen Innenraum auch dafür zu öffnen und das vielleicht so gut es uns möglich ist, zu genießen auch. Und dann entsteht eine Atmosphäre, die geeignet ist, um auch einmal da zu sein, um einmal auch im gegenwärtigen Moment anzukommen, um auch einmal den Atem vielleicht einmal erleben zu können. Auch beim Metascan, das ist durch den Körper durch und mit Meta dieses Durchgehen auch begleiten. Auch da ist es schön, das kann man auch immer wieder als Meditationsmethode verwenden, um da auch noch eine bessere Atmosphäre, eine größere Entspanntheit auch zu erzeugen. Und dann eben versuchen, einmal beim Atmen zu bleiben. Ja? Eben mit Etikettieren, mit immer wieder neu ausrichten und dann dabei zu bleiben. Aber auch da zu schauen, wenn wir dann in der Meditation auch wieder da merken, Mensch, es wird wieder eng, ich komme wieder in das Verbissene rein, ich merke wieder, dass da oben im Stirnbereich wieder Druck entsteht, dann aussteigen aus der Meditation, aus der Atembetrachtung und wieder liebende Güte-Meditation machen. Dann vielleicht wieder diese Worte offen und weit, Licht und leicht, warm und weich verwenden, ganz entspannt und sich dann wieder Atmosphäre schaffen, wo wir wieder gut dabei bleiben können. Auch der Buddha hat es empfohlen, wenn die Achtsamkeit auf dem Atem, wenn es zu verkrampft wird, dann erst einmal mit dem Geist woanders hingehen, irgendwo hingehen, wo er entspannt, wo er Freude hat, wo eine gewisse Leichtigkeit entsteht und dann wieder zurückkommen. Da gibt es ein schönes Gleichnis, wo zu Buddhas Zeiten auch einer diese Haltung hatte, mit aller Gewalt wollte er erleuchtet werden und hat vor allem Gehmeditation gemacht. Und irgendwann war der Gehpfad schon voller Blut getränkt, weil er einfach durchhalten wollte und nicht aufgehört hat und nicht gemerkt hat, dass da was nicht richtig läuft. Und irgendwann hat er aber so viel Schmerzen bekommen, dass er dann in eine totale Resignation gegangen ist, dass er gesagt hat oder gedacht hat, ich habe alles probiert und es ist nicht möglich, ich kann den Weg nicht gehen. Und dann kurz davor war eben den Chetahain zu verlassen. Ich glaube, das war im Chetahain, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, den Chetahain zu verlassen. Und der Buddha hat es irgendwie mitbekommen und hat ihn nochmal zu sich geholt oder holen lassen. Und hat ihn dann nochmal gefragt, ob er, was er in der Meditation gemacht hat. Und er hat gesagt, er hat alles reingegeben und er ist ein hoffnungsloser Fall und das hat für ihn keinen Wert. Und dann gibt der Buddha ihm das Gleichnis von einer Laute, wo er ihn fragt, du, wie kennst du das Instrument Laute, fragt er ihn dann. Und er sagt, ja, das kenne ich, das ist ein Saiteninstrument. Und dann fragt er ihn, wie hört sich eine Laute an, wenn die Saiten zu stark gestimmt sind, zu stark angezogen sind? Ja, er sagt, das hört sich furchtbar an, wenn es zu stark angespannt ist. Und dann sagt der Buddha, und jetzt stell dir vor, du entspannst es und lässt es ganz locker, die Saite. Wie hört sich das an? Er sagt, das hört sich auch furchtbar an, also wenn die zu locker ist. Und dann sagt er, ja, und jetzt versuch es einmal so zu stimmen, dass es sich gut anhört. Und dann kapiert er, ja, das ist der mittlere Weg, das muss richtig gestimmt sein. Das Instrument muss richtig gestimmt sein, ja, sodass wir den Weg beschreiten können. Und das letztendlich müssen wir immer wieder selber auch für uns rausfinden, was ist das richtige Gestimmtsein bei uns. Und es ist nicht immer gleich. An manchen Tagen müssen wir ein bisschen mehr Schmackes reingeben. An anderen Tagen müssen wir vielleicht mehr entspannen. Da ist schon genügend Disziplin da und da müssen wir eher dafür sorgen, dass es weit und offen wird, dass es entspannt wird. Und das können wir nur selber machen. Vielleicht am Anfang vom Retreat ist es ganz günstig, ein bisschen Energie reinzugeben. Wenn man dann in einer gewissen Phase vom Retreat ist, kann es auch mal gut sein, auch mal so ein bisschen in eine, so eine genießerische Haltung reinzukommen, wo man sich selber auch mehr Erlaubnis gibt, dass es ein bisschen weiter wird, dass es ein bisschen entspannter wird. Also und da muss man halt, jeder muss das für sich auch rausfinden.
Ich habe bei mir immer festgestellt, dass ich am Anfang von einem Retreat, wenn ich dann das ganz gut ist, eine gewisse, gar nicht so viel nachzudenken, einfach meine Methoden zu machen, einfach dabei zu bleiben, einfach machen, nicht so viel denken, so war die Anweisung von Ayakema. Und ich habe das dann auch immer gut ausgeführt und habe dann vor allem auch festgestellt, durch den Körper durchzugehen. Das ist eine große Hilfe, gerade wenn der Geist noch nicht so konzentriert ist, wenn er noch so unruhig ist, dann kann das sehr gut möglich sein, durch den Körper durchzugehen. Wobei auch dafür braucht man natürlich eine gewisse Energie, eine gewisse Entschlusskraft. Wenn keine Energie da ist, dann ist es natürlich auch schwer, die Methode auszuführen. Wobei, wenn man es ausführt, kommt Energie. Auch bei der Atembetrachtung, wenn man es ausführt, kommt Energie. Da vielleicht nochmal für sich selber untersuchen, was zieht man denn die ganze Energie weg? Wodurch verliere ich denn die ganze Zeit Energie? Warum komme ich immer wieder in die Müdigkeit rein? Und da vielleicht für sich einmal feststellen, es gibt zwei Hauptenergiefresser. Der eine ist, dass wir uns ständig erlauben, dass der Geist hingeht, wo er will, also ständig verloren gehen, also in die Welt der 10.000 Dinge abschweifen und da versuchen, irgendwie was zu finden, also so diese Papancha-Welt, also verloren zu gehen, also und da natürlich den Geist keine Kraft zu ermöglichen, sondern das zerstreut sich ganz einfach. Also so auch dem Geist zu erlauben, dass er sich immer wieder zerstreut. Das kann man energetisch sehr gut nachvollziehen, wenn die Energie immer wieder zerstreut wird, dann kommt keine Energie zusammen. Das ist der erste Faktor, der ganz, ganz wichtig ist, eben den Geist einmal zu sammeln. Und das zweite ist, den Geist nicht zu erlauben, dass er immer wieder in das Negative reingeht. Auch das Negative kostet wahnsinnig viel Kraft. Also es ist ganz einfach so, das kann man selber auch mal untersuchen, wenn man sich erlaubt oder irgendwie nicht rauskommt aus so einer Negativspirale, dann kann man ja mal untersuchen, was passiert denn da auch energetisch. Und vielleicht kann man da feststellen, Mensch, das nimmt man die Energie weg. Das ist gar nicht so schwer zu erkennen. Und dann eben aus dem Erkennen heraus zu sagen, okay, es fällt mir jetzt nicht leicht, da rauszukommen, aber ich werde alles dran legen, aus dieser Negativspirale rauszukommen. Zum Beispiel, indem man irgend auf jemanden was projiziert oder indem man ständig damit beschäftigt ist, seinen Ärger sozusagen zu rechtfertigen und auf irgendjemand auszuschütten. Also so was ja ganz ein normales Vorgang ist, so dieser gerechtfertigte Ärger, den man dann auf irgendjemand projiziert und natürlich oft derjenige, der am nächsten ist, oft auch Autoritäten, auf die man es gut projizieren kann, oft auch auf die Eltern, auf die man es gut projizieren kann, auch wenn sie vielleicht schon immer leben, auf den Chef sowieso, klar. Und wenn man da niemanden findet, dann hat man immer die Möglichkeit, die da oben, die das nicht richtig machen, da kann man immer auch den Ärger projizieren. Also es gibt immer die Möglichkeit, den Ärger zu rechtfertigen, aber das ist ganz einfach nicht weise. Das ist nur, das zieht uns nur die Energie weg. Und dann eben da vielleicht auch einen Entschluss zu fassen, ich erlaube mir das jetzt ganz einfach nicht mehr. Irgendwie müssen wir da mal einen Fuß reinkriegen, ich erlaube mir das ganz einfach nicht mehr. Und ich werde mich dabei erziehen, ich werde mich dabei unterstützen oder werde das trainieren, dass ich den Geist immer wieder mit was Heilsamen ersetze. Also dieses Training, das ich in der Atembetrachtung gelernt habe, etikettieren und den Geist wieder auf was anderes ausrichte, dieses Training im Alltag fortsetzen. Und wenn ich es im Alltag merke, jetzt bin ich wieder auf der negativen Schiene gelandet, jetzt bin ich wieder im Ärger gelandet oder in der Eifersucht oder im Neid oder was auch immer, nicht erlauben. Nicht erlauben, dass wir da weiter drin bleiben. Es gibt keinen berechtigten Ärger. Wenn wir uns erlauben, ärgerlich zu sein, dann, wie du siehst, wirst du ernten. Was soll dabei rauskommen? Also sich das vielleicht auch immer wieder kurz bewusst machen und da die Bereitschaft oder die Entschlusskraft mobilisieren, rauszukommen. Entschlusskraft ist auch ein wichtiges Kriterium, das gehört auch zur Willenskraft, das gehört auch zur Energiearbeit. Manchmal muss man ganz einfach auch einmal einen richtigen Entschluss fassen, um wo rauszukommen. Also wenn man
Tendenzen hat, die einen nicht dabei uns unterstützen, in einen heilsamen Zustand zu kommen, in eine rechte Lebensgestaltung reinzukommen, dann hat vielleicht sich das auch mal anschauen. Muss ich denn das die ganze Zeit machen oder kann ich da nicht auch mal aussteigen? Also ich weiß noch, wo ich mit Alkohol aufgehört habe, das war ganz einfach einmal ein klarer Entschluss, der da notwendig war. Jetzt ist Schluss, oder mit dem Rauchen, wo ich aufgehört habe, war ganz einfach klar, das geht nur mit einem klaren Entschluss, sonst geht das immer weiter. Ja? Sonst komme ich da nie raus. Und dann, Alkohol war gar nicht so schwer, das Rauchen war viel schwieriger. Also und da, das war, aber ich habe gleichzeitig gewusst, wenn ich da nicht so einen klaren Entschluss treffe und dazu stehe, nicht, geht es ganz schnell wieder zurück. Das ist jetzt 37 Jahre her. Und die ersten 20 Jahre hatte ich, es ist schon länger nicht mehr der Fall gewesen, hatte ich immer wieder so einen Traum, dass ich irgendwie, hat mir jemand eine Zigarette angeboten und ich habe nicht so aufgepasst und habe die genommen. Und dann, wo ich es fertig geraucht habe, habe ich irgendwie, war auf einmal so dieser Gedanke da. Mensch, du bist doch nicht Raucher, du hast doch zum Rauchen aufgehört und jetzt hast du wieder eine geraucht. Es ist alles umsonst gewesen. Also das war dann immer ein furchtbarer Traum, so albtraummäßig. Und dann, wo ich dann aufgewacht bin, oh, Gott sei Dank, war nur ein Traum. Also das war, habe ich ganz, ganz oft geträumt. Also da war, da konnte ich sehen, wie stark ich da drin war. Was für eine tiefe Sucht das war und was für ein starker Entschluss da notwendig war, da eben rauszukommen. Andere Menschen haben andere Vorgehensweise, versuchen andere Entschlüsse hinzukriegen. Letztendlich muss auch jeder für sich schaffen, wie kriege ich das hin? Wie kann ich einmal in der Meditation ein bisschen disziplinierter sein vielleicht? Wie kann ich einmal rauskommen aus diesem, ja, es ist schon alles okay, was da abläuft und es wird schon, irgendwann wird sich schon von allein beruhigen, mittleren Weg finden. Ja. Balance. Und dann, was vielleicht auch noch wichtig ist bei der Willenskraft, ist unsere Motivation. Was versuchen wir da mit zu bezwecken? Willenskraft, wie gesagt, Willenskraft, das kann auch, starke Willenskraft kann uns in eine total falsche Richtung auch führen. Wir glauben, wenn ich jetzt so und auch auf dem spirituellen Weg werde ich auch so weitermachen und dann kommen wir in so einen spirituellen Materialismus, wie das Chögyam Trungpa genannt hat, ein tibetischer Lehrer, perfekter Ausdruck, wo man dann in einen spirituellen Materialismus reinkommt und dann denkt, ja, also ich habe jetzt so und so viele Stunden gesessen und oder eine hat mir mal erzählt, die hat am Stück 12 Stunden gesessen und die war dann total stolz darauf, dass sie 12 Stunden gesessen ist. Und dann habe ich sie gefragt, und was hast du da erlebt? Und dann hat sie gesagt, ja, das war gar nicht so besonders. Also vor allem natürlich Schmerzen hat sie erlebt. Ja, da haben wir auch gedacht, ja, das hätte sie sich eigentlich ersparen können. Aber eben so eine komische Haltung da einzunehmen. Ich weiß früher, wo ich noch in einer anderen Tradition auch praktiziert habe, da war dann immer so Meditationsolympiade wurde das genannt. Das ist auch ein ganz guter Ausdruck. Wo man dann eben, wo es darum geht, wer kann denn am öftersten und am längsten sitzen. Es ist schon gut auch viel zu sitzen, ich möchte es jetzt nicht wegtun, aber nicht in so einen spirituellen Materialismus da reinzukommen. Eben, was ist meine Motivation? Der Beste zu werden? Mich als Erster ans Ziel zu kommen? An was für ein Ziel? Wie soll dieses Ziel ausschauen? Ich habe es geschafft. Das funktioniert auf dem spirituellen Weg nicht. Ich kann es nicht schaffen. Also das muss man bitte möglichst schnell erkennen. Ich kann es nicht schaffen. Also da einmal, gleich einmal loszulassen von dieser Art der Motivation oder ich möchte jetzt erleuchtet werden. Wir können es noch so sehr probieren, es geht ganz einfach nicht. Ich kann nicht erleuchtet werden. Ich kann nur Dukkha erzeugen. Das ist das, was ich kann. Und das kann es sehr gut. Und letztendlich ist alles, was das Ich macht, ist Leid erzeugen. Also das ist eigentlich die Aufgabe von mir. Das einmal erkennen.
Also irgendwie Motivation, die darin besteht, aus dieser Ich-Bezogenheit einmal ein bisschen rauszukommen. Und immer wieder zu untersuchen, ist das, was ich jetzt da mache, wie ich mich anstrenge, was ich unternehme, wo ich meinen Entschluss gefasst habe, wo ich meine Willenskraft, meine Einsatzfreude einsetze, ist das tatsächlich geeignet dafür, um einmal ein bisschen aus dieser Ich-Bezogenheit rauszukommen, oder wird dadurch meine Separierung noch größer, wird meine Identifikationssystem noch stabiler? Und trenne ich mich noch mehr von meiner Mitwelt, von meiner Umwelt, von meinen Mitmenschen, von meinem Mitwesen, von der Schöpfung? Oder ist das Gegenteil der Fall? Also wenn ich feststelle, das, was ich da unternehme, mit meiner Achtsamkeit, mit meiner Meditation, da werden wir das nächste Mal drüber sprechen, die Sammlung, die Meditation, das ist dafür geeignet, dass dieses Ich kleiner wird und dass diese Verbundenheit und dieses Offene und Weite größer wird, dann sind wir auf einem guten Weg. Und dann kommt zusätzliche Freude, Einsatzfreude. Und so soll es sein, dass wir durchs eigene Erleben, durch eigenes Erkennen, durch eigene Einsatzfreude den Weg beschreiten und nicht, weil wir irgendwas gehört haben und dann irgendwas glauben, nachmachen zu müssen und Zähne zusammenbeißen. Aber auch das ist letztendlich auch okay, Zähne zusammenbeißen und dann halt diese Erfahrung machen und erkennen, ja, so funktioniert es nicht, ist total auch okay. Also ist im Endeffekt vielleicht ein Geheimnis zum Abschluss, im Endeffekt können wir gar nichts falsch machen. Wir machen unsere Erfahrungen und hoffentlich lernen wir aus unseren Erfahrungen. Und irgendwann werden wir uns schon so eintunen auf dem rechten Weg, auf dem mittleren Weg. Und dann denkt man, jetzt so habe ich mich gut eingetunt auf dem mittleren Weg, und dann stellt man fest nach ein paar Wochen, oh, jetzt bin ich doch wieder zu weit rechts. Wieder ein bisschen anziehen, ein bisschen weiter links gehen. Dann stellt man fest, oh Mensch, jetzt bin ich wieder zu weit links geraten, habe wieder zu sehr locker gelassen. Ich muss wieder einen Kurs machen, ich muss wieder einen Aufenthalt machen, muss wieder schauen, dass ich mehr rechts komme. Ja, so schaut der spirituelle Weg aus. Und ja, schön, dass wir ihn beschreiten dürfen.